Und by the way, es ist tatsächlich so, ich finde das Wort Erfindung so wunderbar. Also man kann ja sagen, okay, der Dieter Bröers hat eine Menge Erfindung gemacht. Aber das Wort sagt sehr schön, man erfindet etwas, man findet etwas, was es schon da gab. Sonst kann man ja nichts finden. Ja? Also im Grunde genommen erschaffen wir gar nicht wirklich neu, wenn solche Ideen umgesetzt werden. Also aus dem Quellbewusstsein sozusagen, aus dem Gottesarchiv, wie man es auch mal nennen möchte, liegen die Dinge ja da, weil sie so sind, wie sie sind, ursprünglich. Und daraus leiten wir dann ab, weil wir sie einschätzen, weil wir sie sehen und wahrnehmen können. Und dann sehen wir tatsächlich auf einmal eine Funktion, die einfach mal besonders ist, sonst können wir nämlich kein Patent erteilen. Denn wenn man ein Patent anmeldet, das wissen vielleicht nicht alle, aber das ist tatsächlich so, dann wird erstmal 1,5 Jahre mindestens hinterfragt, geprüft, in der Offenlegungszeit, so heißt das, ob es irgendjemand auf der Welt gibt oder gab. Das kann 1.000 Jahre zurückliegen, theoretisch. Irgendetwas, was schriftlich fixiert ist oder einfach nur mündlich bezeugt, irgendjemand sagt, ich habe da noch was im Schubfach, habe ich nie veröffentlicht, aber da hole ich es jetzt raus und so weiter. Dann wird das Patent, wenn das der Fall ist, nicht erteilt. Sondern es muss einmal der Innovationswert gegeben sein, die Erfindungshöhe muss da sein, es muss wirklich eine echte Erfindung sein, nicht nur irgendwas, was vielleicht gar nicht funktioniert. Und dann wird hinterfragt, gab es das denn schon? Und nur wenn es das noch von niemandem auf dieser Erde gab, dann wird es erteilt. Und wenn man dann so eine Zahl mehrere Patente erteilt bekommen hat wie ich, dann ist das immer wieder eine Bestätigung dafür, dass das von irgendwoher kommt. Man kann ja mal einen Zufallstreffer landen, aber so oft nicht. Und insofern ist das, warum ich das jetzt, also mich selber als Beispiel gebracht habe, stellvertretend für sehr, sehr viele von uns, die auf einmal Inspirationen bekommen, Ideen bekommen, die zu neuen Erfindungen führen. Das sind die großen fundamentalen Erkenntnisprozesse. Bei mir waren die Dinge einfach mal so atypisch, kamen sie daher, aber immer, wenn ich im Zustand im Höchstmaß einer Entspannung war. Meistens morgens oder morgens ganz früh, zwischen 4 und 7 Uhr früh. Ja? Also mit und ja. Es war auch mal um 8 Uhr früh beim Zähneputzen, aber immer dann, wenn ich sehr entspannt war und noch nicht in der Kopflastigkeit drin war, in den Stressthemen, im Arbeitsrhythmus, in der Routine des Alltags. Immer wenn das passierte, nicht immer, aber alle Patente, alle Erfindungen sind immer so zustande gekommen. Dann kam etwas daher, nicht assoziativ, nicht unter dem Motto, ich beschäftige mich jetzt gerade mit dem und dem Thema und dann auf einmal kommt da die Lösung. Ah, jetzt fällt mir das ein. Es ist nicht der Einfall im Sinne einer Überlegung, sondern es kommt wirklich quer daher, atypisch daher und als eine Idee, Platon spricht ja so schön von der Ideenlehre, damals schon hat er davon gesprochen, die dann auf einmal so revolutionär ist, dass du erkennst, Moment mal, die ist so abartig erstmal, weil wo kommt denn die jetzt her? Ja, was ist das denn? Und dann sind die oftmals tatsächlich so revolutionär, dass man sie auch als internationale Patente, USA-Patent, Europa-Patent, so wie bei mir erteilt bekommt. Das hat mir mehr gedient, tatsächlich zur Bestätigung, dass es das wirklich gibt. Ja, das Wissen von oben abrufbar, dass man sich gar nicht erarbeiten muss im Sinne von, ich mache so lange mit Versuch und Irrtum, bis man da irgendwie was Richtiges rauskriegt oder man grübelt nach. Das kann man zwar auch tun, aber tatsächlich die revolutionären Dinge, die sind außerhalb vom Grübeln und Nachdenken Sehr zugänglich. gut. Das kann ich bestätigen. Also wenn ich das Katzenklo sauber mache oder gelangweilt auf der Autobahn fahre, dann habe ich plötzlich auch eine Fähigkeit, viel klarer nachzudenken. Also deswegen mache ich das Katzenklo so gern sauber. Das ist wie dieser Zen-Garten, weißt du, wo die Mönche da, die Zen-Meister da, diese Kieselsteine rechnen, das ist, und so Muster und Strukturen machen. Das beruhigt auch den Geist definitiv. Aber ich kann jetzt also meinem 11-Jährigen sagen, okay, mit Laserstrahlen aus den Augen wird es wohl nichts werden oder wie auch immer, aber wir haben zumindest einen klaren Durchblick und das ist ja auch schon mal was. Also, Ich denke, das sollte, ich meine, das ist doch wunderbar genug. ja, Also, ja. definitiv. Wenn Und die zum Schmerzen Thema Katzenklo finde ich es großartig, dass du das bringst. Ich habe 8 Baby, also
vier Babykatzen und nochmal die vier älteren, also acht insgesamt. Und da sind bei den Babys die Katzenklos gleich viermal vorhanden. Und Ui. damit beschäftige ich mich im Moment im Schwerpunkt tatsächlich. Sie Das irren ist mich ja wie ein Zen-Garten dann auch. Also. und höre mir dann ab und zu sogar das Lied von Helge Schneider an, Katzenklo, Katzenklo. Ja, das ist ja, der ist bestimmt auch dabei darauf gekommen. Aber es würde mich mal interessieren, diese unsere Fähigkeit zur Selbstheilung. Ja. Das Thema ist ja ein ganz großes Thema. Eigentlich haben wir ja alles, was wir brauchen in uns, um uns selbst zu heilen. Wir müssen nur dran glauben. Unser Glaube versetzt ja auch Berge. Also die Frage ist, wenn wir verstärkte Fähigkeiten haben durch ein höheres Bewusstsein, dann haben wir auch wahrscheinlich meiner Meinung nach eben die direkte Standleitung zur Selbstheilung. Oder meinst du, da ist noch ein großer Entwicklungsschritt auch noch mal zusätzlich nötig, dass wir da von einem So. erweiterten Bewusstsein zur Selbstheilung noch kommen können? Als Ergebnis stimmt das natürlich. Ja, also Gedanke versetzt Berge, das ist ja Gedanken erschaffen Realitäten, Gedankenbilder im Grunde genommen, weil wir sollten dazu Bilder haben. Gedanken an sich sind ja etwas sehr Statisches. Ja. Also einfach nur einen Text runterlesen, ohne eine Vorstellung davon zu haben, Und würden. Gefühle sind auch wichtig dabei. Genau, ganz klar, dem geht es nicht. Das haben wir übrigens der KI voraus. Und wahrscheinlich nicht nur das. Und ja, das macht uns zu Schöpfern. Aber genauso gut ist es natürlich, und das setzt es voraus, dass wir eben den inneren Saboteur, wie es in der Psychologie so schön heißt, also die Selbstzweifel, die in uns auch angelegt sind, konditioniert sind zum Beispiel, ja, und dem Motto, naja, schaffe ich das jetzt wirklich? Oder ich glaube jetzt mal kurz dran. Aber es wird nicht wirklich funktionieren. Also es ist wirklich, es steht und fällt mit einer, ich mache ja einen Unterschied. Ich rudere noch mal ganz kurz ein bisschen zurück und sage, der Unterschied zwischen dem mit Glauben und Wissen, da sind Welten dazwischen. Gut, ich komme noch mal ganz kurz zur Selbstheilung. Und zwar, ich habe ja von dem Bruno Gröning erst vor kurzem gehört. Und als ich dann recherchiert habe über den Heiler Bruno Gröning, da war ich dann auch auf ein Video von dir gestoßen in meiner völligen Überraschung, dass du auch den Bruno Gröning kennst und auch für den Bruno Gröning Freundeskreis auch drin bist. Und ich wollte nur deine persönliche Meinung dazu noch mal fragen, weil das ist ja auch ein, ja, leider auch wieder mal für die Masse unterdrücktes Thema. Aber diesen Heiler gab es wirklich und er hat die Menschen ja zur Selbstheilung angeregt. Und das war ja damals in den 40er Jahren gewesen. 30er, 40er Jahren war das ja so, ne? Um den Dreh rum. Genau. Ja, Oder ja. 50er aber auch noch, ja. 50er, 50er. 50er, ich Auch glaube noch. sogar 60er, ja. Ja, entsprechend meine Frage ist, ist da was dran aus deiner Sicht? Ja, absolut Hast du sogar. den? Absolut, absolut. Also ich meine, über das Wirken von Bruno Gröning ist ja sehr viel auch berichtet worden, dokumentiert worden, notarielle Beaufsichtigungen, viele Zeugen, die auch noch leben, hatte auch mit einigen auch persönlich zu tun. Das ist amtlich, ja, also die Dinge, die sind zustande gekommen, diese sogenannten Wunderheilungen. Aber das, was es zu einem Wunder macht und das Wunder im Grunde genommen dann auch erklärt wird, ist, und das sagt er ja auch, dass meine die Göttlichkeit in mir ist die Instanz ist, die das Ganze heilt. Ja, er spricht insofern von Gott und von Jesus und so weiter, diese Energie. Und ich denke mal, das ist ein so großes Thema, was es auch wert wäre, nochmal in einem extra Interview anzugehen, weil wenn wir über Gott reden, dann kommt gleichermaßen hoch, welchen Gott meinst denn du? Allein in Indien gibt es 30.000, tatsächlich, ich habe das überprüft, ich wollte es nicht glauben, 30.000 verschiedene Götter, ja. Also die erfasst sind, ja. Oder wahrscheinlich gibt es dann noch mehr, ja. Es gibt ja auch noch, ja, ich will sie jetzt nicht alle nennen. Also welchen Gott meinst du? Also diese Gottesenergie, wir wissen eigentlich ganz genau, wir spüren es eher, als wir es intellektuell verstehen oder wissen, wenn hier von der Gottesenergie geredet wird. Ich nenne sie ja ganz gern die Allschöpferebene, die Quelle von allem Sein, ja. Und und das meint er ja auch letztlich damit, sich damit identifiziert, ist man aus dem Ego heraus, geht gar nicht anders. Ich identifiziere mich mit meiner Göttlichkeit und dann bin ich in dieser Energie drin. Und diese Energie ist es, die dir dann auch diese Kraft verleiht, eben nicht nur dich selber, sondern auch anderen zu heilen. Andere zu heilen ist sogar leichter als sich selber, denn das Schwierigere ist tatsächlich, sich selbst zu lieben.
Das ist psychologisch interessant und nicht nur aus der Psychologie heraus. Kann man selber nachvollziehen, dass das ganz schwierig ist. Ich liebe lieber etwas, mein Baby, mein Kind, mein Wald, meine Tiere, meine Frau, meine, was auch immer alles, ja, aber liebe ich mich selber, was ganz wichtig ist, ja, auch ein Bereich. Aber trotzdem ist der Bereich, und das hat Bruno Gröning ja nun in beiden Maßen hingekriegt. Also er hat es geschafft, sich selber zu lieben, das hat man gemerkt. Und er hat die Leute einfach mal aus todkranken Situationen herausgeholt. Einfach, mit dem er einfach noch nicht mal Hand angelegt hat. Und dazu sind wir potenziell alle in der Lage. Bei anderen solche Heilungen durchzuführen. Also eher bei anderen als bei uns selbst, sozusagen. Also es ist leichter, nicht eher. Es ist die gleiche Energie, aber es ist leichter, weil jemand anders zu lieben, da gibt es viele psychologische Gründe, die das erklären können, dieses Phänomen. Also sollte es ja eigentlich andersrum sein. Ich rede hier nicht über Narzissmus. Mein Gott, bin ich toll. Das wäre die pathologische Selbstliebe, ja, die auch Platon berichtet hat. Daran ist die Demokratie zugrunde gegangen. 30 Jahre nach ihrer Gründung beklagt auch Plato schon. Das hier ist nicht die Liebe, die ich meine, sondern die Liebe, die tatsächlich aus dem tiefsten Herzen kommt, die voller Hingabe ist. Ja, und das ist etwas, was du an Bruno Gröning sehr schön sehen kannst, wie er voller Hingabe mit dieser, genau mit dieser Energie auch seine Heilung vollzieht. Das ist schön. Und du hast auch schon deine persönlichen Erfahrungen damit gemacht dann. So für dich selbst, konntest du das für dich selbst umsetzen? In vielen Fällen tatsächlich, aber auch mir ist es leichter gefallen für andere, als es für mich selber zu machen. Wow. Ja. Das ist. Und wenn jetzt dieses kosmische, also dieses erweiterte Bewusstsein durch die, sage ich mal, kosmische verstärkte Aktivität jetzt auf uns Menschen kommt in größerer Zahl, können wir wahrscheinlich davon ausgehen, dass auch dieser Teil in uns, der Heiler in uns, auch mehr Kräfte haben wird und erwacht und damit Gutes tun kann Ja, für das Umfeld. das ist, davon können wir ausgehen, setzt voraus, dass wir nicht nur eine Bereitschaft dafür haben, es auch zuzulassen, sondern auch wirklich einen Schritt hineingehen in den Prozess. Also soll heißen, das ist ja toll, ich warte mal ab und schau mal, was dann passiert, sondern wirklich progressiv nach vorne gehen in den Prozess der Hingabe. Ja, also sich voll bewusst machen, dass ich diese Energie, die da jetzt bekommt, die da aufkommt, sozusagen aktivieren kann, zulassen kann. Und dann automatisch auch bereit ist, sozusagen den Verstandesapparat in die zweite Stelle zu stellen. Nicht alles zu bewerten, nach dem, rechnet sich das jetzt, was habe ich davon oder auch, was habe ich da nicht von. Und das gehört schon auch zusammen, weil wie will man sonst Liebe an sich definieren? Liebe rechnet sich nicht. So nach dem Motto, Schatz, ich hab dich lieb, aber wehe, du bringst morgen die Mülleimer nicht runter. Ja, also darüber rede ich hier nicht, aber ich markiere das nochmal an der Stelle. Und damit sich der Kreis jetzt am Ende des Gesprächs nochmal schließt, meine Vermutung, dass wenn wir mit der Zirbeldrüse und dem Hippocampus einfach klarer sind und das besser funktioniert, wir in der Lage sind, das alles zu erkennen. Ja, durch Das die ist gut. Aktivierung der Zirbeldrüse, die spielt die Schlüsselrolle. Sie spielt die Schlüsselrolle. Und ich habe da ja schon drüber geredet, dass ich seit vielen Jahrzehnten, eigentlich sind es fast 4 Jahrzehnte, wo ich mit den endokrinologischen Prozessen, also den biochemischen Prozessen auf universitärer Ebene angefangen habe, zu hinterfragen, was in der Mythologie übertragen wird, was Descartes gesagt hat, ja, der die ja schon nachgewiesen hat, derjenige, der gesagt hat, ich denke, also bin ich. Und der hat ja auch die Zirbeldrüse, das dritte Auge sozusagen auch verortet, ja, gesagt, die ist da im Gehirn, genau im Zentrum und so weiter. Aber das war mehr oder weniger Mythologie. Und ich bin der Frage nachgegangen und konnte eben mit den Biochemikern zum Beispiel reden, auch später mit Biophysikern. Was ist denn da dran? Kann das wirklich sein? Und insofern bin ich in dieses Thema hineingewachsen und muss heute sagen, es ist so wunderbar, so logisch. Ja, und erklärt auch, warum wir heute so wenig darüber erfahren. Sehr viel Desinformation dabei sind, ja, die informiert werden, ob nun bewusst oder unbewusst. Es werden Quellen zitiert mit großen Namen mitunter dahinter, die aber selber übernommen wurden von wiederum anderen und entweder einfach falsch interpretiert wurden oder bewusst von anderen auch als Desinformation verbreitet wurden. Das kann man nur feststellen, wenn man die faktischen Ergebnisse hat.
war der Grund, warum ich dann auch das Buch Verschlusssache Zirbeldrüse veröffentlicht habe. Weil da habe ich quasi Butter bei die Fische beigelegt und gesagt, was kann man von den Dingen wirklich beweisen und was nicht. Und der Schlusssatz, dass es sicherlich richtig ist, seiner Intuition mehr folgen zu folgen. Unbedingt. Es lohnt sich, nicht nur für den Verstand, letztlich sogar für den Verstand hat er wesentlich weniger zu tun. Aber um die Ausprägung dessen, was wir wirklich im Wesenskern sind, das Selbst, den Seelenaspekt und so weiter, diesen Raum zu geben, wozu es ja eigentlich geschaffen wurde, das gehört jetzt im Zeitalter des Erwachens dazu. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Das wird spannend. 2024 wird ein richtig spannendes Jahr. Ich freue mich drauf. Und Ich mich auch. in dem Sinne, lieber Dieter, du hast dir mehr Zeit genommen, hast jetzt mehr Zeit gegeben, als du eigentlich geben konntest. Also vielen, vielen Dank dafür. Und dann freue ich mich sehr darauf, das auch veröffentlichen zu dürfen, was wir jetzt hier gerade gesagt haben. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig, wieder, was viele Menschen davon erfahren. Und möge es auch wieder viele Menschen davon in Kenntnis setzen. Ja, vielen, vielen lieben Dank nach Griechenland. Sehr gerne, genau, nach Griechenland. Ich bin hier vor der Akropolis. Ja, also, dann wünsche ich euch noch einen guten Rutsch. Ja, feiert ihr überhaupt in Griechenland auch so richtig schön mit Silvester rein und Feuerwerk oder ist das dann nicht so eine Tradition? Silvester nicht, wir haben die Weihnachtsfeiertage hier verbracht. Und ja, und das ist einfach mal ein ganz besonderer Ort. Ich habe hier an ganz bestimmten Stellen seit über 30 Jahren eine ganz bestimmte Eingebung bekommen. Als wenn ich quasi noch Kontakt hätte mit einer geistigen Welt aus der Zeit, wo ich vielleicht mal inkarniert war, kann aber keine Namen angeben. Es ist nicht, dass ich mich hier für Sokrates halte, aber es ist schon so, dass ich da in einigen Träumen, die ich auch gerade wieder vor 3 Tagen hatte, das Gefühl habe, ich kann nochmal so eine Art Upgrade vornehmen oder darf das vornehmen. Und da bin ich sehr glücklich drüber. Und das ist mein Weihnachtsgeschenk aus der göttlichen Ordnung, das ich hier empfangen darf. Und meinst du, das liegt jetzt an dem Ort für dich persönlich oder meinst du, der Ort ist ge geografisch? Jetzt habe ich eigentlich schon abmoderiert, aber mir fällt diese Frage nochmal auf die Zunge. Ist jetzt zum Beispiel Athen oder so die Gegend um Athen rum besonders prädestiniert dafür, aufgrund seiner geografischen Lage? Oder meinst du, das ist von der Person abhängig, wo man halt gerade ist, dass Es man ist hier diese wahrscheinlich Lust ist hat? beides, welche Person dafür irgendwo auch tatsächlich zugänglich ist. Jemanden einfach hierher zu positionieren und sagen, bleib mal hier sitzen oder halte dich mal dort auf, dann wird schon was passieren, das wird nicht funktionieren. Aber tatsächlich ist es so, der Ort ist nun mal der Ort, wo die Wiege der europäischen Kultur anfing. Ja, das kann man so sagen. Und das ist schon nicht zufällig auch von den Erbauern der Akropolis gewählt worden. Das ist schon so, das ist ein Kraftplatz. Und als damals die EU gegründet wurde und es in Griechenland sehr schlecht ging und Griechenland ja wirklich unterging geradezu, war eine Aussage von mir, die ich auch empfangen habe, Griechenland wird als erstes EU-Land untergehen, aber es wird hochkommen wie Phönix aus der Asche und die neue Generation aufbauen. Das ist ein schönes, schönes Schlusswort. Das gilt jetzt für uns alle Menschen. Wir kommen jetzt hoch wie der Phönix aus der Asche und bauen jetzt die neue Generation auf, die Aufgewachten, Erwachten mit dem erweiterten Bewusstsein. Mensch, das klingt ja voll esoterisch. Aber letzten Endes, das muss den Menschen klar sein, dass esoterisch oder spirituell ist ja nicht negativ. Das ist ja nur von Mainstream-Medien ist es ja nur negativ besetzt, dieser Begriff. Sondern wir reden jetzt einfach von der Bewusstseinserweiterung und quasi Rückführung in das alte menschliche Potenzial, was wir schon längst hatten, über viele, viele Jahre. Und ich bin sicher, wir sind einfach nur momentan ziemlich degeneriert und waren früher mal viel cleverer. Aber da können wir gerne noch mal ein anderes Mal drüber sprechen, wenn du möchtest. Und in dem Sinne, vielen, vielen Dank nochmal, mein Lieber. Dieter, jetzt nochmal für die extra Minuten für die Nachspielzeit. Also, mach's gut und ich freue mich darauf, mal wieder von dir zu hören. Bis dann. Ich danke auch und freue mich. Ja, Bis ciao. dann. Ciao. Tja, habe ich mich jetzt wahrscheinlich fast schon wieder um Kopf und Kragen gequatscht. Was? Okay. Also Leute, wenn euch das gefallen hat, gebt mir doch gerne einen Daumen hoch. Abonniert den Kanal und wer weiß, vielleicht hat der Dieter ja nochmal Zeit und Lust, mit mir zu plaudern. Und ja, ist ja auch sehr interessant. Also wir haben vorher kein Konzept gehabt, wir haben einfach drauf losgeplaudert und das kam bei raus. Also bei mir tobt schon wieder innerlich die Begeisterung. Ich hoffe, bei euch auch. Und dann lasst es euch gut gehen und auf ein frohes 2024. Bin mal gespannt, wann ich das Video jetzt veröffentlichen darf und kann.
Aber prinzipiell wünsche ich euch jetzt für 2024 nur das Allerbeste. Und wie ihr seht, kriegen wir ja auch kosmische Unterstützung dafür. Also macht's gut und dann alles Liebe, euer Bodycoach.